Liebe Schülerinnen und Schüler gegen die Maskenpflicht, ihr seid nicht allein. Es gibt auch Lehrer, die bei euch sind. Wirklich, ich bin Lehrer. Ja, also, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid diejenigen, die unsere Gesellschaft nach vorne bringen werden. Ihr seid diejenigen, die für Aufklärung sorgen werden. Ihr seid diejenigen, die Zivilcourage zeigen. Ihr seid diejenigen, die tatsächlich die Wahrheit vertreten. Ihr seid diejenigen, die die Demokratie fördern, die Debatte fördern, die dabei sind, das ganze Geflecht von Unwahrheiten auseinanderzunehmen. Ihr seid die, die vorrechnen können, dass in Deutschland pro Jahr etwa 800.000 Menschen sterben und wie viele das pro Tag sind und wie viele davon vielleicht an Covid-19 gestorben sind. Ihr seid diejenigen, die darauf hinweisen könnt, dass die Krankenhäuser Kurzarbeit schieben und auf den Stationen so gut wie überhaupt niemand mit Covid-19 liegt. Und falls dem trotzdem so sein sollte, dass diese Leute meistens auch noch viele andere Erkrankungen haben. Ihr seid diejenigen, die darauf hinweisen, dass Menschen, die an völlig anderen Sachen gestorben sind, als Covid-19-Tote gerechnet werden, wenn sie nach ihrem Tod einen positiven Test aufweisen. Ja? Also, ihr seid diejenigen, die darauf hinweisen können, dass John Ioannidis aus Stanford, USA, schon zu Zeiten des frühen Lockdowns darauf hingewiesen hat, wie gering die Mortalitätsrate von Corona ist. Ja? Ihr seid diejenigen, die darauf hinweisen, dass es auch noch ein Leben außerhalb von Corona gibt. Ihr seid diejenigen, die auf dem richtigen Weg sind. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich bin stolz auf euch. Ich wäre gern euer Lehrer. Ich hoffe, dass meine Schülerinnen und Schüler diese Kurve auch noch kriegen. Zurzeit sitzen sie wie angenagelt mit ihren Masken im Raum und denken, sie wären gute Menschen, wenn sie sich um die Interessen von Herrn Spahn, Frau Merkel, Herrn Drosten und Herrn Wieler kümmern, nämlich deren Gesicht zu wahren. Das wird nicht gelingen. Wir werden die ganze Chose aufklären und danach werden sie sich rechtfertigen müssen. Also, ein dickes Danke für alle, die dabei sind. Schülerinnen und Schüler gegen die Maskenpflicht ist eine gute Sache. Dankeschön.